Brauchen wir die Bohrlochreinigung wirklich? Ich werde euch heute mal zeigen, was es ausmacht, ein Bohrloch zu reinigen, was es ausmacht, ein Bohrloch nicht zu reinigen. Anhand eines Zugversuches werden wir euch den Lastenunterschied dann zeigen und ich hoffe, ihr seid dabei. Nach der Regelausherzeit fangen wir an, den Überschuss abzuschlagen. Bitte nicht im frischen Zustand den Überschuss abstreifen, sonst haben wir die Feinpartikel im ausgehärteten Zustand im Gewindegang und wir haben echt Probleme, die Mutter aufzubekommen. Wir erinnern uns, hier haben wir das ungereinigte Bohrloch, hier sehen wir das gereinigte Bohrloch. Was wir hier sehen können, ist, dass das Bohrmehl direkt mit dem Injektionsmörtel abbindet. Was wir hier sehen können, ist, dass der Injektionsmörtel mit dem Untergrund eine Verbindung eingegangen ist und wir sogar einen Ausbruchkegel erzielen. Die höhere Last haben wir im Video gesehen, somit alles erklärt. Bohrlochreinigung ist wichtig.